Knut Forst, das unsteter Blick ging über das erregt zuckende Gesicht der jungen Stiefschwester hinweg. Das kühle, verschlossene Gesicht seines Gegenübers irritierte Lombard. Bettina zuckte zusammen, als die Rufanlage wie ein lebendiges Wesen angesprochen plötzlich eine Stimme laut werden ließ. Nachdem Dr. Peter Lombard die Rufanlage abgeschaltet hatte, wandte er sich mit nachdenklicher Miene und zusammengekniffenen Augen Knut zu, der lässig eine Zigarette rauchend vor ihm saß. Ich bedenke gar nichts, sagte Bettina monoton. Ich denke nur noch daran, möglichst schnell diesem November zu entfliehen. Knut, ich hab's! Schwester Helga, rief er triumphierend. Du bist ein heller Bursche. Ja, auch das. Helga ist mir zu langweilig. Nun, da der Reiz der Neuheit vorbei ist. Für Eckart war dieser gefühlvolle Empfang kaum eine Überraschung. Er kannte Cora in vielen Variationen. Aber er tut es. Er tut es. Ist er nicht süß? Schwester Toni brach in ein herzliches Lachen aus. Also bitte jetzt einmal der Reihe nach und möglichst ohne deine üblichen Umwege. Ludwig Dorst bittet mich schon längere Zeit, seine Frau zu werden. Er ist sehr reich, ich könnte dir das Geld geben, damit du dir eine Praxis einrichten kannst, Liebster. Ich gab nur deinetwegen mein Ja-Wort. Obwohl Cora geahnt hatte, dass Eckart alles andere als begeistert sein würde von ihrer Offenbarung, so hatte sie doch nicht mit dieser Reaktion gerechnet und vor allem sich nicht gleich so durchschaut geglaubt, ehe sie Eckart alles erklärt hatte. Er ging zum Fenster, machte es auf, atmete tief die kühle Nachtluft ein. Aber auch diese Ruhe bekam ihr nicht. Sie merkte es sehr bald. Worüber haben Sie sich denn so eingehend unterhalten? Es ergab sich in dem Gespräch, Fräulein Overbeck. Dr. Jensen hat Sie und mich schon einige Male von Weitem gesehen. Man fällt auf in der Schwesterntracht. Dann begann er mit viel Witz, Geist und Ironie, diesem hochgelobten Buch den Garaus zu machen. Gegen Mittag sollte das Schiff Malta anlaufen. Immer noch weinend gab Helga Antwort. Nein, sie glaubt an einer heilbaren Anämie zu leiden. Wie ich Schwester Helga kenne, wird sie Ihnen erzählt haben, dass ich mit keinem Arzt in Berührung kommen wollte während dieser Kreuzfahrt. Die schnell einsetzende Dunkelheit riss Eckart aus seinen Grübeleien und ließ ihn erkennen, dass er schon stundenlang ziellos durch La Valletta lief. Bitte gehen Sie zu Frau Overbeck. Nein, der junge Arzt führte Bettina zu einem besonders bequemen Platz. Viel Spaß, Fräulein Overbeck. Er sieht arrogant und im Augenblick zynisch aus. Seine dunklen Augen wirken in dem eigentlich gut geschnittenen Gesicht kalt und stechend. Liebend gern hätte er aus Knut Forster herausgeprügelt, warum Bettina so leiden musste. Spürst du immer noch seine Hände an deinem Mund, als er dir das Blut wegwischte und hörst seine leise, tröstende Stimme, die dich ganz ruhig und sorglos werden ließ? Denn sie haben mir das Handgelenk so fest bandagiert, dass ich so feine Bewegungen wirklich nicht machen kann. Und dann entdeckte er etwas, was er nicht zu hoffen gewagt hatte. Unter dem Schildchen waren Reste einer Aufschrift sichtbar. Eine unbeschreibliche Welle der Seligkeit erfasste sie, schien über alle Erdenschwere zu erheben und ließ sie leicht taumeln. Warum ist mein Bier jetzt leer? Helga war noch nicht erschienen, als Bettina und Eckart zu dem ausgemachten Treffpunkt kamen. War das Gesicht Dr. Loschs so undurchsichtig? Stundan waren die beiden Menschen der Mittelpunkt des überall üblichen Hotelklatsches. Aber die, die er jetzt im Arm hielt, die liebte er. Zu Coras Hass kam Eifersucht. Cora triumphierte. Und sie begann schon an der Intrige zu spinnen, die ihre Rachegelüste befriedigen sollte. Ihr Kopf sank in tiefster Verzweiflung nach vorn, als sie einsehen musste, sich geirrt zu haben. Für mich ist die Fahrt mit der Mara Bianca leider keine Vergnügungsreise. In einer der vielen abgeschirmten Sitzecken ließen Bettina und Cora sich nieder. Ich ahne nämlich, dass sie in der gleichen Situation sind wie meine junge, sehr nahe Verwandte. Für einen Augenblick verhielt Bettina den Schritt, ehe sie in die große Wohnung ihres Hauses trat. Als das Mädchen dann endlich kam, sah Bettina, dass es geweint hatte.
Ihr kam erst jetzt zu Bewusstsein, dass Helga während der ganzen Fahrt von Düsseldorf nach Krefeld ungewöhnlich still und bedrückt gewesen war. Das kühle, verschlossene Gesicht seines Gegenübers irritierte Lombard. Er brauchte nur das Ja des Kapitäns. Kapitän Bornemann willigte ein. Doch das Mutterglück hatte sie mit dem Tode bezahlen müssen. Nur eine knappe Woche hatte die Frau des reichen Seidenfabrikanten nach der Geburt ihrer Tochter noch gelebt. Wie ein gefangener Tier lief Peter Lombard in seinem Sprechzimmer hin und her. Als Helga aus ihrem Zimmer kommend die Wohnhalle betrat, um sich in der Küche etwas zu holen, wurde Dr. Eckart Jensen von Frau Schröers in die Wohnhalle geführt. Bitte, Eckart, kann das nicht hier in der Nähe sein? Mir gehört hier ein großer, sehr schön gelegener Waldbezirk. Er wäre das ideale Klinikgelände. Die vielen Menschen dort unten könnte ich jetzt nicht mehr tragen. Ich werde beim Zimmerkellner etwas für uns bestellen.